Maria ist eigentlich dargestellt wie die neue Eva. Daher hat sie einen Apfel in der Hand. Das Jesuskind, es hat nämlich ein Vöglein in der Hand. Unter den Füßen Marias ist der Drache. Diese Madonna, und das ist so schön, die zeigt schon Gefühl. Und auch Jesus zeigt seine Liebe für die Mutter. Denn er streichelt das Kinn seiner Mutter und Maria neigt ihr Haupt ein bisschen in die Richtung ihres Kindes. Also das Gefühl in dieser Skulptur, das ist so schön. Wir dürfen ganz sicher sagen, dass Professor Stiegemann in einem hohen Maße dazu beiträgt, dass die Menschen wirklich aus ganz Deutschland und darüber hinaus nach Paderborn kommen. Wir haben es jetzt gerade wieder anhand dieser Ausstellung gesehen, dass wir unsere Freunde aus Pamplona, aus unserer Partnerstadt in Spanien, begeistern konnten. Und der gesamte Domchor aus Pamplona ist hier an diesem Wochenende und hat heute im Dom, im Hohen Dom dazu beigetragen, dass es wirklich eine einzigartige Eröffnung gewesen ist. Das kommt aus meiner Heimatstadt Aachen und das freut mich sehr, dass es hier ist. Und es war ja wirklich eine europäische Bewegung und wir haben Beispiele hier aus Kirchen aus ganz Europa, sowohl was jetzt die Goldschmiedekunst angeht, wie aber auch viele Steinarbeiten. Und das Ganze sehr gut eingebettet in eine, ich sag mal, eine Erklärung, damit man auch die Entwicklung gut verstehen kann. Das ist ja das Charakteristikum der Gotik, dass sie die Gesetze der Schwerkraft auflöst. Nicht? Man fühlt sich, wenn man hineinkommt, emporgerissen oder verwandelt durch das Licht der großen Maßwerkfenster. Und solch ein Empfinden gibt es auch in Paderborn von bestimmten Standorten aus. Wenn wir natürlich hier vor seiner schönen Arbeit stehen, wie dieser Madonna mit diesem lachenden, verspielten Kind, dann zeigt das schon, dass es hier in der Kunst in ganz Europa eine Tendenz gibt dazu, ja, einen Realismus zu machen, der weggeht von der Vorstellung, dass das alles fernentrückte, göttliche, vergöttlichte Gestalten sind, sondern das wiederzuspiegeln in dem Alltag. So ein Kind, das mit dem Knopf seiner Mutter spielt, das kannte jeder. Das kennt auch heute noch jeder. Und das ist doch eine ganz eigene Art von, ja, Intimität auch über das Bild, das neu ist, das sich da entwickelt und das dann auch zur großartigen Renaissance nachher führt.